Der Natur auf die Spur gehen kann man im Biosphärenreservat Schalsee, denn dieses Stück Land bietet jedem Umweltfreund alles, wovon er träumt. Das über 300 Quadratkilometer große Schutzgebiet ist ein Stück naturbelassenes Land zwischen den Städten Hamburg, Lübeck und Schwerin. Im Zentrum liegt der ca. 24 Quadratkilometer große Schalsee, der von verschiedenen Landschaftstypen umgeben ist. Dazu gehören die Buchen- und Bruchwälder, die Moore, die zahlreichen Seen und Kleingewässer und die kulturabhängigen Ökosysteme wie Weideland, Feuchtwiesen und Äcker. Diese Vielfalt der Landschaftstypen macht die Region zu einem besonders pflanzen- und artenreichen Gebiet und lädt dazu ein, auf unterschiedlichste Weise auf Entdeckungsreise zu gehen und sich von der Natur verführen zu lassen. In der Region des Biosphärenreservats angekommen, steht dem Erlebnis Schalsee nichts mehr im Wege. Für die Erkundung des gesamten Gebietes stehen verschiedenste Möglichkeiten zur Verfügung. Den an einigen Stellen bis zu 72 Meter tiefen Schalsee und die Landschaft um ihn herum kann man auf zahlreich angebotenen Bootstouren erforschen. Kapitän Klaus Kunthoff fährt mit seinen Elektrobooten regelmäßig über den See. Natur pur können Sie hier entdecken. Das ist natürlich jetzt keine Region für jemanden, der jetzt Action-Tourismus sucht oder Action-Sport jetzt, weil es ist doch alles auf Natur ausgerichtet. Deswegen fahren wir auch mit unseren Booten und Schiffen, haben wir einen Elektroantrieb. Verbrennungsmotoren sind hier nur wenigen Leuten vorbehalten, die es arbeitsbedingt benötigen, wie die Fischer zum Beispiel oder DLRG. Ja, man kann hier segeln, man kann rudern, man kann wandern, man kann Radfahren, man kann angeln. Alles, was eben naturverträglich ist und was ja auch den Menschen halt Spaß macht, der jetzt in diese Region kommt, weil das sucht er eigentlich, der hierher kommt. Vom See aus bietet sich ein wunderschöner Blick auf das Zarentiner Kloster, ein ehemaliges Nonnenkloster, das heute eine Bibliothek, einen Konzertsaal und ein Standesamt beherbergt. Wer eine noch intensivere Begegnung mit der Natur wünscht, der kann sich auf einen der insgesamt 150 Kilometer langen Rad- und Wanderwege begeben, um direkt an die schönsten Stellen im Reservat zu gelangen. Auf diesen Wegen kann man unter anderem das Kalkflachmoor entdecken. Sie führen aber auch durch Wälder, Feuchtwiesen und vorbei an Viehherden und Feldern. Immer wieder gelangt man zu Aussichtspunkten, die einen einmaligen Blick garantieren. Wem es zu Fuß oder mit dem Rad zu anstrengend ist, kann das Angebot einer Kremserfahrt annehmen und sich von den robusten Pferden auf einer idyllischen Tour durch den Wald führen lassen. Für diejenigen, die am liebsten alles auf einmal sehen wollen oder nur einen Tag lang Zeit haben, bietet der Förderverein Biosphäre Schalsee e.V. regelmäßig eine Seepferdtour an, die das komplette Paket beinhaltet. Die einzigartige Flora und Fauna konnte sich in der Region der Schalsees besonders gut entwickeln, da die Gegend 40 Jahre lang Grenzbereich zwischen dem geteilten Deutschland war und deswegen nahezu in Ruhe gelassen wurde. Daher werden hier heute etwa 4200 verschiedene Arten gezählt. Dazu gehören auch seltene Pflanzen und Tiere. Zu finden sind unter anderem einige Orchideenarten. Besonders ist auch, dass in dem Moor sogar fleischfressende Pflanzen zu finden sind. In den vergangenen Jahren hat sich eine weitere Attraktion angesiedelt, die Nandus. Wer auf der Suche nach ihnen ist, braucht Geduld. Die Tiere sind sehr scheu und verstecken sich in der Schönheit der Natur rund um den Schalsee.